Ich bin rausgeflogen! Ja, ich auch. Hast du das gleiche bekommen, Phil? Fehlercode 0x0000. Ihr steht da und fliegt gerade raus! Nein, ich auch. Nein, ich bin zu euch gegangen, jetzt fliege ich auch raus. Nein. Jetzt stehen wir da zu dritt und fliegen alle drei raus. Nein. Weil ich mich dazugestellt habe. Ich dummer Vollidiot. Oh mein Gott. Ja, bei mir auch Fehlercode. Nice. Das ist ja geil. Das ist wirklich Verdansk-Bermuda-Dreieck war das da gerade. Einfach die Leute verschwinden, die da hingehen. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone mit weiterem Season 4 Content. Ich habe ja schon Videos gemacht zum MG82 und zur C58. Das waren ja aber nicht die einzigen beiden neuen Waffen. Es gab noch eine dritte im Bunde und zwar die Nagelpistole. Und ich dachte mir direkt so, okay, LMG wird ziemlich nice sein, Sturmgewehr wird auch ziemlich nice sein, war ja dann auch so. Und Nagelpistole ist so von den drei Waffen die uninteressanteste. Aber es hat sich rausgestellt, dass es auf gar keinen Fall so. Die Nagelpistole ist unfassbar krank, hat die beste Time to Kill im ganzen Spiel von vollautomatischen Waffen logischerweise und sie ist sogar so stark, dass ich sie gleich in einem 75.000 $ Turnier sogar spielen werde. Das heißt, ich präferiere die Nagelpistole gegenüber allen anderen SMGs, weil sie eben einfach besser ist. Sie ist wirklich, wirklich, wirklich richtig krank. Das seht ihr jetzt, ein paar Gameplay-Szenen, damit ihr wirklich auch sehen könnt, was die Nagelpistole so alles kann. Wirklich geile Clips mit dabei. Dann schauen wir uns wie gewohnt ein paar Stats an und gucken uns auch an, wie man die freispielt und so weiter und so fort, weil das ist wirklich ein bisschen das Problem bei der, muss man einfach so sagen, wie es ist. Viel Spaß mit den Gameplay-Szenen jetzt. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt und ihr wisst Bescheid, wenn ihr noch neu sein solltet und kein Warzone-Content mehr verpassen wollt, lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Let's go mit den Gameplays und bis gleich. Das sind wirklich Nägel. Schieß doch mal einen Nagel. Schieß doch mal einen Nagel in die Wand. Nein. Nein. Jungs, wollt ihr eigentlich kommen? unten noch, unten. Oh! Ey, hier oben. Ich hasse das One-Shot-Headshot. Hab ihn. Er rennt hier weg. Hier unten. Hier, wo ich hinlaufe. Er hat Gefühl feiert. Aber er kriegt einen Outgun von der Nagelpistole. He's absolutely hacking, man. Oh, that's unfortunate. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ja. Gute Schild jetzt. Er hat einfach nur gelacht. Aufbauunfall! Knocked! Zweiter ist einer knock. Er ist oben! Im Hangar zwei Leute, im Hangar zwei Leute. Einer noch finish. Die fallen. Oh, was? Da oben drauf im Truck. Wipe. Der Feind springt über dem Gebiet. Er hat mich geschieldbreakt, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Nice, oh mein Gott. Der andere hat Zelfen gemacht bei mir.
Im Hangar einer Nock. Schlechtes dann. Oh ja. Nagelpistole, so krank. In dem Hangar. Oh mein Gott. Eieiei. Absolut. Im Job. Was ein Sweater, oh mein Gott. Omni, oh mein Gott. Hast du ihn gebullshittet? Ultra. Junge, hab ich ihn gebullshittet. Mit dem Resin. Die an alle Guys, es war ein Full-Team. Ich übernehme das Steuer. Warum pusht das Team nicht? Hier sind zwei Leute. Einer war gerade bei Flugzeug und ja, einer ist unten bei mir drin. Ja, ja. Was? Okay. Ah, na. Ich sag auch so. Da bin ich vorne drin. Ja, ja. Also, zurück, komm, bleib ich. Nein. Q-Break, Q-Break. Nein. Nein, Stunbug. That's safe, korrekt. Anderes Team fährt mich. Der ist am Fenster gerannt bei dir. Digga, das kann nicht sein. Ja, ich wurde wieder gestört. Leise. Schild jetzt, Q-Break. Nein. Absolut. Ich hab ihn, ich hab ihn. Hab ihn knockt. Nein. Okay. Ja. Er wird am Zone stören. Was? Bro, was war das für ein Endgame? Alter. Wir sind hier wieder auf TrueGame Data und die Website hat natürlich schon die aktuellen Stats auch von der Nailgun. Ihr macht auf den Kopf 81 Schaden, was unfassbar hoher Damage ist. 64 Schaden auf die Brust und auf den Rest des Körpers 50 Schaden pro Nagel. Ne? Pro Nagel. Und ihr habt eine Feuerrate von 515 Nägel pro Minute quasi, was natürlich nicht hoch ist und die 20 Schuss sind auch relativ schnell verschossen. Aber ihr habt halt einen extrem hohen Damage Output und ihr habt sogar einen Damage Drop-Off. Der liegt bei 17 Metern, dann macht ihr noch 63 Schaden auf den Kopf, 49 auf die Brust und 39 auf den Rest des Körpers. Das heißt, wirklich effektiv ist sie eigentlich nur bis 17 Meter, aber das ist ja wirklich halt auch Close Range so, ne? Und dafür, was sie alles kann,
ist das auf jeden Fall genug. Wir kommen zur Time to Kill, 250 Leben auf die Brust und ich habe die jetzt mal verglichen mit der MAC-10, der Cold War MP5 und der PPSH. Warum die Cold War MP5 und nicht die MW MP5? Die Cold War MP5 hat nochmal eine bessere Time to Kill als die MW MP5. Viele spielen sie aber nicht, weil sie eben ja schwierig zu kontrollieren ist und so. Aber wir kommen erstmal ganz kurz zur Nagelpistole. 350 Millisekunden Time to Kill auf die Brust. Das ist die beste Time to Kill, die ihr mit einer vollautomatischen Waffe in Warzone erreichen könnt. Ganz kurz zum Vergleich, die AS-Wahl, oh, die AS-Wahl kann ich doch dazu packen. Hier, die AS-Wahl hatte ja davor die beste Time to Kill im Spiel, was vollautomatische Waffen angeht, mit 407 Millisekunden. Aber sie hat halt eine extrem hohe Feuerrate und dementsprechend auch nur das 30-Schuss-Magazin, ist nicht wirklich mobil und das ist halt das, was sie so zurückhält. Deshalb spielt man die eigentlich nur in Solo und Duos. Aber sie hat halt wirklich eine krasse Time to Kill mit 407 Millisekunden. Das war die beste davor. 350 Millisekunden ist nochmal ein deutliches Stück besser. Deshalb definitiv ultra krass, die Nailgun. Und ich zeige dir euch mal ganz kurz im Vergleich mit der MAC-10 hier oben mit 588 Millisekunden und mit der Cold War MP5 492 Millisekunden, auch eine sehr gute Time to Kill. Und die PPSH da mittendrin mit 564. Und ihr seht schon, dass, wenn wir jetzt die AS-Wahl hier nochmal rausnehmen, die Nagelpistole wirklich eine deutlich bessere Time to Kill hat. Und sogar dann ab 17 Meter mit 583 Millisekunden, was ja eigentlich wirklich ein starker Damage Chop-Off ist. Ne? Also das ist ja wirklich ein deutlicher Unterschied. Sogar noch unter allen anderen SMGs liegt, die wir hier miteinander vergleichen. Das heißt, die Nagelpistole ist wirklich, wirklich krass. Auf den Kopf ändert sich die Time to Kill allerdings nicht, obwohl ihr da mehr Schaden macht. Ihr braucht trotzdem die gleiche Anzahl an Nägeln. Deshalb ist die mit 350 da gar nicht mal so krass, beziehungsweise die MP5 Cold War ist da genauso am Start und die AS-Wahl sogar ein kleines Stückchen besser. Dafür auf die Extremitäten und auf den Rest des Körpers, sage ich mal, auch wieder die beste Time to Kill. Das heißt, die ist wirklich krass. Die ist wirklich, wirklich krass. Da ist die AS-Wahl übrigens auch nicht mehr so gut auf Extremitäten und so und auf Magen. Die Cold War MP5 immer noch sehr, sehr krass, aber die Nagelpistole halt wirklich wieder die beste Time to Kill. Ne? Das heißt, es ist wirklich, wirklich krass, das Teil. Schießt auch nicht so schnell. 20 Bullets reichen aus. Ihr seid damit sehr, sehr mobil. Ihr könnt sehr schnell nachladen. Das heißt, ich kam da sogar relativ gut in Squads mit zurecht. Ne? Also wirklich geht absolut klar. Ihr könnt wirklich ganz kurz euch verpissen, nachladen, ihr seid wieder im Game. So, ne? Und die Muni ist ja nicht instant weg, diese 20 Bullets. Ihr könnt damit schon zwei Gegner mal knocken oder so. Das geht auf jeden Fall klar. Natürlich muss man da irgendwie schlau spielen mit, aber dafür ist halt die Time to Kill einfach so unfassbar krank stark, dass ich einfach denke, das lohnt sich trotzdem. Auch wenn die Munition wirklich so gering ist. Probiert die auf jeden Fall aus. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz kurz in-game an, wie man die freischaltet und so weiter und so fort, weil das ist auch so ein bisschen das Problem bei der Waffe. Es ist tatsächlich so, dass ich mir die Nagelpistole auch nicht erspielt habe. Ihr seht, hier die Freischaltkriterien stehen immer noch dabei und es ist quasi sogar gesperrt. Ich habe mir aber im Shop eine Variante gekauft und zwar die Stichwunde. Das ist ja ein sehr, sehr wildes Teil auf jeden Fall mit den Nägeln, die dann noch rausgucken und das ganze Blut darüber. Hat 1000 Cod Points gekostet, also umgerechnet 10 Euro. Geht dafür sogar, finde ich, klar. Und ihr müsst auch wissen, immer wenn ihr euch Varianten kauft, dann könnt ihr nicht einfach die Base-Variante davon kaufen, sondern ihr müsst quasi den Bauplan spielen und wenn da jetzt andere Aufsätze drauf sein sollten, die ihr nicht spielen wollt, sondern ihr wollt halt andere Aufsätze spielen, dann könnt ihr das nicht. Ne? Immer wenn ihr euch Varianten kauft, dann müsst ihr bei den Aufsätzen bleiben, die da eben drauf sind oder ihr löscht die eben runter, aber ihr könnt nicht die Aufsätze wechseln. Bei der Nagelpistole ist es aber so, dass ihr da gar keine Aufsätze drauf machen könnt. Das heißt, es ist egal, ob ihr die normale Nagelpistole oder eben die Variante euch quasi kauft oder eben erspielt. Deshalb habe ich mir dieses Mal da auch wirklich überhaupt keine Mühe gemacht, um mir die freizuspielen. Ich wollte relativ schnell das Video machen, ich wollte die einfach direkt spielen und habe es mir deshalb einfach freigekauft. Denn, und das muss man sagen, die Aufgabe ist auch wirklich nicht so geil. Erreichen sie in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen, ihr dürft nicht quitten, 5 Eliminierungen mit Spezialwaffen. Und viele werden sich jetzt denken, was sind Spezialwaffen? Denn, ja, ihr könnt euch hier mal alles durchlesen, da steht nirgendwo Spezialwaffen. Auch bei Sekundärwaffen steht hier Handfeuerwaffen, Werfer und Nahkampf. Das heißt, woher soll man wissen, was Spezialwaffen sind? Dafür müssen wir in Black Ops Cold War gehen, denn hier ist es so, dass wenn wir auf den Klasseneditor gehen und uns eine Waffe raussuchen, dass wir bei Sekundärwaffen auch Spezial haben. Und dazu zählt die M79 oder das M79, keine Ahnung, die Nagelpistole logischerweise, R1 Schattenjäger, das ist quasi die Armbrust und das Ballistikmesser. Das sind die Spezialwaffen und die gibt es zum Teil logischerweise auch in Warzone. Es gibt aber eben diese Kategorie Spezial einfach nicht. Sie gehören aber trotzdem dazu. Das heißt, diese 5 Kills könnt ihr mit dem M79 teilmachen, mit dem R1 Schattenjäger oder mit dem Ballistikmesser. Es sei euch überlassen, ob ihr das dann in Warzone Beutegeld oder sonst wo machen wollt oder eben im Black Ops Cold War Multiplayer oder eventuell sogar in Zombie, denn da gibt es auch andere Aufgaben und es ist egal, wo ihr das quasi macht. Erreiche in Ausbruch 25 Abschüsse mit Spezialwaffen in 12 verschiedenen abgeschlossenen Regionen. Dauert bestimmt auch lange, geht einem vielleicht ein bisschen weniger auf die Nerven, wenn man dann nicht Multiplayer oder eben ja, Beutegeld oder so spielen muss. Oder ihr habt noch die Wahl, euch halt einfach diese Variante zu kaufen.
machen, wie ich das gemacht habe. So, ne? Das sind die Möglichkeiten. So oder so, es lohnt sich. Die Nagelpistole ist unfassbar krass. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar noch genervt wird. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Aber so wie es jetzt im Game ist, lohnt sich auf jeden Fall, sich entweder die Mühe zu machen, die Multiplayer, Beutegeld oder Zombie zu erspielen oder sich die einfach für einen 10er zu kaufen. Natürlich will ich euch dazu nicht irgendwie anstiften oder sowas, sondern ich habe auch keinen Creator-Code. Ich habe davon nichts, wenn ihr euch was im Shop kauft, so, ne? Aber ich habe es gemacht und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ja, das soll es für ein Video gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.